Ich bin Elisabeth Wehling, ich bin Kognitions- und Ideologieforscherin an der Universität of California in Berkeley. Seit vielen, vielen Jahren forsche ich dort zum Hauptthema Ideologie und Sprache. Wie gestalten wir Diskurse und was machen Diskurse, die wir gestalten, mehr oder minder bewusst, mit unserem Denken und unseren politischen Entscheidungen? Ein wichtiger Begriff in Ihrer Forschung ist Framing. Können Sie mal kurz erklären, was man darunter versteht? Ein Frame ist ein Deutungsrahmen, der neuronal vom Gehirn angelernt wurde. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Wort Zitrone sage, dann aktiviert Ihr Gehirn alles abgespeicherte Weltwissen zu dem Konzept Zitrone. Gelb, sauer und so weiter und so fort, bis hin zu diesem sauren Geschmack, den man nicht immer unbedingt haben muss. So, das ist ein Frame. Das heißt, all unser Denken findet in Frames statt. In der Regel völlig eine ganz unaufgeregte Sache, weil völlig in Ordnung. Aber wenn ich in politischen Diskurs hineingehe, da werden natürlich die Frames, die ich nutze, da geht es nicht mehr um die Zitrone und um zu begreifen, was eine Zitrone ist, sondern da geht es um die Frage zum Beispiel, will ich eine Steuer begreifen als eine Last oder als eine Verantwortung? Und über solche Sprachmomente aktiviere ich dann den jeweiligen Frame im Gehirn meines Rezipienten, meiner Rezipientin. Und damit kann ich determinieren zu einem ganz erheblichen Teil, wie denkt dieser Mensch über die Situation. Welche Rolle spielen denn jetzt die Medien und die Journalisten in diesem Spiel? Also sollen wir als Journalisten Frames erkennen? Sollen wir sie benennen? Wie verhindern wir, dass wir sie vielleicht verstärken? Also was für eine Rolle spielen wir da? Da gibt es so ganz unterschiedliche Ebenen, wenn man so eine Frage beantworten möchte. Und eine Ebene ist natürlich, dass es neutrale Frames gibt, auch in der Politik. Zum Beispiel, Sie erinnern sich, als wir über Monate hinweg die Obergrenze debattierten. Die Obergrenze ist ein Frame, der die Frage stellt, wie viele Leute können wir aufnehmen. So, das ist schon ein wertender Frame. Da hätte es ein Gegenstück dazu geben können, gab es allerdings nicht, Untergrenze. Wie viele Menschen müssen wir aufgrund unserer menschlichen Verpflichtung mindestens aufnehmen? Was ist die Untergrenze? Und als Journalist, als Journalistin hätte man sagen können, Grenze. Richtwert, was auch immer. Das heißt, es gibt neutrale Frames. Das ist die eine Sache. Ein zweiter Punkt, an dem sich Framing und Journalismus treffen, ist der, in dem es um das objektive Berichterstatten geht. Das wird nämlich manchmal unglaublich schwer, im objektiven Berichterstatten ideologische Frames außen vor zu lassen. Wenn ich zum Beispiel über Steuern berichte, ja, ich schalte die Tagesschau ein und da steht dann Steuerlast. Ja, oder Steuerbürde oder Steuererleichterung, dann bin ich in einem Frame, der nicht neutral über das Thema Besteuerung spricht, denken lässt, sondern eine Perspektive vorgibt. Und da bin ich nicht im objektiven Journalismus. Und da kann man natürlich ganz geschärft immer drauf gucken und sich anschauen, hey, bin ich gerade irgendwie einer politischen Richtung schon über die Sprache aufgesessen? Und das Dritte, und damit mache ich es dann auch rund, ich könnte jetzt natürlich, können wir 3 Stunden drüber sprechen, aber das Dritte ist so ganz schnell auf die Schnelle nochmal gesagt, dass es natürlich immer wieder Framings gibt, die einfach Fakten verdrehen, die einfach unehrlich sind. Ja? Also da hatten wir zum Beispiel in Amerika hatten wir ein wunderbares Beispiel, da hat man ein Gesetz, das zu mehr Luftverschmutzung führen würde, weil die Industrie mehr Luftverschmutzung machen konnte. Das haben wir dann damals genannt Clear Skies Initiative, also die Initiative für einen sauberen Himmel. Ja? Das sind Framings, die natürlich völlig verkehrt sind, völlig verzerrt, ja? Die Realität darstellen. Bei uns in Deutschland haben wir Begriffe wie zum Beispiel den Asyltourismus, wo zumindest ich behaupten würde, Asyltourismus ist schon so eine Geschichte, bin ich da noch bei einer ideologischen Interpretation oder verzerre ich schon? Also indem ich Menschen auf der Flucht mit einem Tourismus, mit einer Reise, mit einer Urlaubsreise gleichsetze. Das sind natürlich Framings, wo man dann ganz anders nochmal draufschauen kann als Medienschaffende und sagen kann, hey Moment, wir haben ja diesen Begriff, jetzt halten wir mal kurz inne und gucken uns an, was da eigentlich an Gedankengut dahinter steht, was vielleicht das programmatisch-strategische Ziel ist und wie es uns allen mit diesem Begriff geht. Da kann man einfach ganz, ganz, das ist dann natürlich der Meinungsjournalismus, da kann man ganz, ganz tolle Sachen machen, sprachkritisch, gerade im Bereich von Framing. Nun sind wir ja in politischen Zeiten, das heißt, es finden gerade eine Menge Wahlen auch in Deutschland statt. In Bayern wurde gewählt, in Hessen wird gewählt. Auch die Bundespolitik ist im Moment sehr im Feuer. Was tut sich denn da gerade, was haben Sie beobachtet? Sie kommen ja aus den USA, sind aber viel in Deutschland. Was haben Sie da beobachtet in letzter Zeit? Die politischen Debatten in Bayern oder auch in Hessen, also rund um die Landtagswahlen, sind natürlich aufgeheizt. Und wir sehen ein Problem, sehen wir ganz deutlich. Das möchte ich ganz kurz aufgreifen, weil es so augenscheinlich ist. Und zwar die Übernahme von AfD-Framings durch die CSU.
Die CSU hat ja so ein bisschen versucht, die AfD zu schlagen oder ich sag mal, oder sich aus dem AfD-Wählerkreis ein bisschen Stimmen zu holen, indem sie gesagt hat, wir sind jetzt auch so richtig, richtig hart und gegen Migration und Flucht und so weiter und so fort. Und da kam ja auch das Wort Asyltourismus dann im Übrigen her. Und da hat man gesehen, am Ende des Tages, wenn ich eine Idee, wie zum Beispiel die Idee, dass Migration eine Bedrohung ist, sprachlich bediene, aber programmatisch nicht vollständig abbilde, aber ein Gegner das programmatisch tatsächlich abbildet, dann werden die Menschen immer zum Original gehen und nicht zu der Kopie. Und das ist ein Wunder, also die Bayernwahl war ein wunderbares Beispiel dafür, dass in dem Falle die CSU Sprache und Konzepte übernommen und propagiert hat, die letzten Endes einen Wahlkampf für den politischen Gegner bedeuten. Ja? Das heißt, die AfD musste nicht zweimal plakatieren, die konnten einfach nur einmal plakatieren, weil die CSU den Rest erledigt hat. Und wie gehen wir als Medien in solchen Wahlzeiten dann damit um, also um solche Frames eben nicht zu transportieren oder transparent zu machen? In Wahlzeiten würde ich als Medienschaffende immer ganz genau auf die Frames schauen, die genutzt werden, gerade wenn es neue sind. Also gerade wenn neue Begriffe in eine Debatte hineinkommen. Das hatten wir zum Beispiel, ich gehe mal ganz kurz zurück in das Jahr 2015, als die sogenannte Flüchtlingskrise groß wurde. Da ist irgendwann dieser Begriff Flüchtlingskrise als ein objektiver Begriff entstanden. So. Ist er aber nicht. Flüchtlingskrise macht die Flüchtlinge zur Krise. Also das Problem sind die Flüchtlinge. Ein anderer Frame wäre die Fluchtkrise. Das heißt, ich kann jetzt natürlich als Medienschaffende hineingehen in Wahlkampfzeiten. Die Flüchtlingskrise wäre so ein Begriff, wo ich zum Beispiel das einfach mal zum Thema machen könnte, wenn ich einen Politiker kritisch interviewe und sage, wissen Sie was, mit diesem Begriff Flüchtlingskrise sind wir immer ganz schön bei den Individuen, ne, die schutzsuchend zu uns kommen und rufen die zum Problem aus. Und das ist ja, das geht ja auch Hand in Hand mit diesen Wassermetaphern, die wir nutzen, wenn wir über Flüchtlinge sprechen. Ja, also die Flüchtlingsströme und die Flüchtlingswellen und Tsunamis und so weiter. Wie sehen Sie das eigentlich? Ist es wirklich eine Flüchtlingskrise oder ist es vielleicht eine Fluchtkrise? Oder ist es vielleicht eine Kriegskrise? Oder ist es vielleicht eine Vertreibungskrise? Oder ist es eine Solidaritätskrise in Europa, weil wir diese Schutzsuchenden nicht vernünftig versorgt kriegen? Ja, das heißt, einfach natürlich auch spielerisch, aber provokativ und letztlich diskurskritisch eben. Daran zu gehen, gerade in Wahlkampfzeiten und zu sagen, so, ich nehme jetzt mal die Sprache und ich nehme die Sprache mal beim Wort. Lassen Sie uns mal darüber reden, was da alles an Denke dahinter steht und wie Sie dazu stehen. Also es ist nicht nur ein Thema für die Politiker, sondern auch für uns Journalisten. Vielen Dank, Frau Wehling. Unbedingt. Dankeschön.